meine Lieben, wir haben noch einen musikalischen Schlusspunkt. Wir haben noch ein Lied. Darf ich jetzt zurücklehnen? Wir alle, nein, ja, du musst nicht mit uns natürlich mitkommen. Form von zurücklehnen, aber du musst... Genau. Ja, ja, okay. Let's go. Ja. Ich laufe durch Straßen, durch Wälder und Sand. Ich suche in diesen Massen eine Menge Hand. Habe ich genommen und wieder losgelassen, wo der Morgen kommt. Ich suche dich. Schau hinter jeden Berg und hinter jedes Tier. So viel mehr, so viel Sterne liegen schon hinter mir. Siehst du die gleichen Wolken, die ich gerade sehe? Oder stehst du am Fluss, da wo ich gestern gestanden bin? Ich suche dich. Schon so lang, wie es mich geht. Ich suche dich. An jedem Ort, wo ich bin. Ich suche dich. So bin ich bin. So bin ich bin. Bin ich noch die Hälfte von mir? Ich suche dich. An jedem Ort, wo ich sehe. Ich suche dich. Jeden Tag ein bisschen mehr. Suche dich, suche dich, suche dich. Immer wieder der Traum. Immer wieder der Traum. Immer wieder der von dir. Ja, der von dir. Und manchmal habe ich das Gefühl, oh, du stehst neben mir. Du stehst neben mir. Und da packt mir wieder die Sehnsucht, als wäre es ein Wand bei mir. Sie trägt mich weiter, irgendwo da aus zu dir. Ich suche dich, schon so lange es mir geht. Ich suche dich, an jedem Ort, wo ich bin. Ich suche dich, weil ich so wie ich bin. So wie ich bin. Bin ich noch täglich von mir. Ich suche dich, an jedem Ort, wo ich sehe. Ich suche dich, jeden Tag ist bei mir. Viel erfahren über Tina. Ein Mädchen in unserem Dorf, das einfach für ihre Träume kämpft. Das hat mir ein schönes und komplettes Bild von einer ganz tollen Schweizer Musikerin gezeigt. Sie ist wie so eine Achterbahnfahrt, wo man so durch verschiedene Stimmungen durchfräst. Die Songs und die Stimmung und Tina, es hat mich mega berührt. Heute hat sie wirklich ein paar Mal fast umgehauen und ich bin überhaupt nicht noch am Wasserboden. Es war so echt. Sicher hat mich berührt, dass Tina so Freude hatte und es war so ein würdiger Abend. Definitiv die allerbesten Friends in der Runde hatte ich. Mit jedem eine eigene Geschichte. Gewisse kenne ich schon über 30 Jahre. Mit anderen habe ich intensiv gearbeitet. Auch die Interpretationen dieser Lieder, das sind für mich persönlich die stärksten Momente. Das sind ganz sicher die, die ich mich noch lange daran erinnern werde.